Das Spiel lief echt lange unter meinem Radar und das hatte einen ganz einfachen Grund. Seinen Namen. Ich hatte es als Kind leider nicht gehabt und irgendwie dachte ich mir immer, dass es einfach ein Port von Mystic Quest vom Super Nintendo war. Und das kannte ich schließlich schon und verstand den Hype nicht darum, bis ich mir es mal genauer angeschaut hatte. Was taugt Mystic Quest für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde vom berühmten Entwicklerstudio Square entwickelt und auch 1993 bei uns veröffentlicht. In Japan und Amerika kam es sogar schon 1991 heraus. Da hat die Übersetzung wohl echt lange gedauert. Mystic Quest ist der erste Teil der Seiken Tensetsu Serie. Bei uns ist der zweite Teil der Serie am bekanntesten, Secret of Mana für das Super Nintendo. Die Hintergrundgeschichte bietet solide Rollenspielkost. Ihr übernehmt die Kontrolle von einem gefangenen Gladiator, der jedoch natürlich eine höhere Bestimmung hat und die Welt retten muss. Allgemein bietet die Story jetzt keine großen Überraschungen, führt euch aber immer wieder angenehm durch das Spiel. Das Spiel ist ein klassisches Action-Rollenspiel mit einem Echtzeit-Kampfsystem. Ähnlich wie in seinen Nachfolger habt ihr die Auswahl aus verschiedenen Waffen mit ihren ganz eigenen Vor- und Nachteilen und vermöbelt damit eure Gegner, sackt dafür Erfahrungspunkte ein, werdet damit stärker und vermöbelt dann stärkere Gegner und so weiter. Beim Kampf könnt ihr jedoch nicht einfach die Angriffstaste spammen. Unten habt ihr einen Balken, der sich nach einiger Zeit immer wieder auffüllt. Nur wenn der Balken wirklich voll ist, macht ihr dann auch den vollen Schaden. So müsst ihr also immer wieder abwägen, ob ihr oft zuschlägt und wenig Schaden macht oder wenig und dafür viel Schaden macht. Im Gegensatz zu seinen Nachfolger seid ihr jedoch die meiste Zeit allein unterwegs und nur ab und zu schließt sich euch ein Begleiter an. Das ist dann meist für die Dauer eines Dungeons oder ähnliches. Apropos Dungeons, wie in jedem guten Rollenspiel üblich, lotst euch die Hintergrundgeschichte natürlich hier und da immer mal wieder in Kellerverliese und ähnlichem. Am Ende wartet euch denn ein besonders knackiger Boss. Leider sind die Abschnitte teilweise nicht so klar zu lesen wie zum Beispiel die in Link's Awakening. So gehört es zum Beispiel schon fast zur Standard-Spielstrategie, einfach mal alle Wände abzuklopfen, um zu hören, ob man die wegkloppen kann. Diese sind nämlich nicht mit Rissen oder ähnlichem markiert und das kann durchaus den Spielfluss hier und da schon extrem aufhalten. An einigen Stellen ist das Spiel leider auch nicht unbedingt gut designt. Vor allem in den Dungeons könnt ihr euch mal schnell in eine Sackgasse manövrieren. Ein Beispiel. Ihr müsst eine Wand mit einer Spitzhacke einreißen. An sich kein Problem, jedoch sind Spitzhacken Verbrauchsgegenstände und verschwinden nach einer bestimmten Nutzungsanzahl. Habt ihr jetzt Pech und keine vorher eingekauft oder alle sind schon aufgebraucht, seid ihr aufgeschmissen. Ihr könnt nämlich nicht einfach rausgehen und neue kaufen. Die Dungeon-Tür ist nämlich zugeschlossen. Also müsst ihr einfach stupide die immer wieder respawnenden Gegner vermöbeln und hoffen, dass diese zufällig Spitzhacken fallen lassen. Das kann durchaus schon mal 30 bis 45 Minuten dauern. Ähnlich sieht es mit den Schlüsseln aus. Da hätte man beim Spieldesign vielleicht mehr drauf achten können. Die Bedienung an sich ist allerdings auch teilweise etwas fummelig. Das Menü, um die Waffen zu wechseln, ist einfach zu umständlich und es sind einfach zu viele Schritte notwendig. Da gewöhnt man sich zwar auf Dauer, aber das hätte man auf jeden Fall besser lösen können. Link's Awakening hat das Ganze zwar auch nicht ideal gelöst, aber es geht dort wesentlich flotter von der Hand. Okay, fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass das teilweise an den wenigen Tasten des Gameboys liegt. Abgesehen von diesen Macken erwartet euch jedoch ein sehr schön gestaltetes Action-Rollenspiel. Die Grafik ist sehr schön stimmungsvoll geworden und zieht euch trotz der simplen Technik sofort in das Spiel hinein. Das Spiel läuft jederzeit flüssig und stellt alles immer sehr übersichtlich dar. Hier und da hätte es vielleicht doch etwas mehr optische Abwechslung geben können, aber das Gebotene ist solide. Genauso sieht es mit dem Sound aus. Die musikalische Untermalung ist sehr gut, aber es mangelt denn doch etwas an Abwechslung. Aber besser gute und wenige Titel als viele, die schlecht sind. Was taugt also Mystic Quest für den Game Boy heute noch? Ich finde das Spiel super. Es zeigt mal wieder, wie viel man aus diesen ollen Systemen herausholen kann und welche aufwendige Titel möglich waren. Es hat hier und da zwar kleinere Kinderkrankheiten und kommt dann auch nicht an die Qualität eines Link's Awakening heran. In dem Genre hat es sich aber auf jeden Fall einen guten zweiten Platz erobert und jeder Gameboy-Liebhaber sollte zumindest mal reingespielt haben. Das war der Test zu Mystic Quest für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.